Hi, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Hier war es lange ruhig, aber das soll sich jetzt natürlich wieder ändern. Heute geht es ums Blitzen im Studio. Ihr wisst wahrscheinlich, dass ich liebend gerne mit Tageslicht arbeite. Das ist ja auch so die natürlichste Art der Lichtgestaltung. Aber hin und wieder setze ich auch meine Studio-Blitzausrüstung ein, um, sagen wir mal, so eine interessantere Ausleuchtung zu haben, eine individuellere. Die Arbeit mit Blitzen ist nämlich meiner Meinung nach so eine Hauptaufgabe eines jeden Fotografen. Mit Tageslicht arbeiten tun ganz, ganz viele. Immerhin nutzen zum Beispiel alle Influencer das Tageslicht für ihren Content, weshalb solche Bilder schon gar nicht mehr als was Besonderes gelten. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist, aber ein professioneller Fotograf sollte nicht nur das 1x1 des Tageslichts verstehen und auch beherrschen, sondern das Belichten mit Kunstlicht. Egal ob Dauerlicht, Studioblitz oder Aussteckblitz. Manche Bildideen sind einfach mit Tageslicht nicht so umzusetzen, wie man es für das fertige Bild braucht. Aus diesem Grund fotografiere ich heute auch ausschließlich mit Blitzlicht, da ich das komplett auf den Punkt setzen kann, wo ich es brauche. Ihr habt gerade im Intro das gesamte Set gesehen. Diese angeflammten Holzkisten, die normalerweise bei mir im Studio als Regal für Fotobücher und Kameras, die ich einfach nicht mehr benutze, aber trotzdem irgendwie ausstellen möchte. Im heutigen Tutorial dienen sie allerdings als, ich sag mal, Lichtformer. Ich habe die Kisten extra mit etwas mehr Abstand gestellt, damit der Studioblitz dahinter, das ist übrigens ein Jinbei MSN 800, viele Stellen hat, wo er durchblitzen kann. Mit einem Normalreflektor mit aufgesetzter Wabe mache ich aus diesem mächtigen, sehr, sehr starken Blitz eine sehr, sehr kleine Lichtquelle, die dann auch noch sehr gerichtet auf diese Holzkistenwand blitzt. Durch die Abstände der Kisten und diese kleinen Schlitze scheint das Licht brutal hart durch und man muss gut aufpassen, dass das Model sich nur minimal bewegt, um diese Streiflichter nicht unvorteilhaft auf die Haut treffen zu lassen. Jetzt war mir das persönlich aber nicht spannend genug. Das hat ja auch so ein bisschen was von dieser Gobo-Fotografie, die ich euch ja in einem früheren Video schon gezeigt habe. Das blende ich euch gerne ein. Ich wollte noch mehr Spannung und Dramatik in den Bildern erzeugen. Aus diesem Grund bin ich hergegangen und habe meine schon fast eingestaubte Nebelmaschine aus dem Lager geholt, um diese zusammen mit dem Blitz hinter der Kistenwand zu stellen. Aber warum habe ich das Ganze gemacht? Naja, das brutale Licht des Blitzes reflektiert in jedem einzelnen Nebeltropfen, denn Nebel besteht ja aus ganz, ganz vielen winzig, winzig kleinen Tropfen. Und daher bekommen wir hinter der Kistenwand eine große helle Fläche. Und der Nebel, der sich gebündelt hier durch diese ganzen Schlitze nach vorne schleicht, der wird auch gleich mit aufgehellt. Diesen Effekt kennen wir meistens aus so Actionspielfilmen, in denen gerade in dunklen Räumen gezeigt werden, wo ein einzelner Lichtstrahl durch so einen Schlitz am Fenster reinscheint. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Die ersten Fotos habe ich auch ausschließlich mit diesem einen Blitz hinter der Holzwand gemacht. Schnell wirkt das Posing des Models sehr eingeschränkt. Licht nur von einer Seite und hier auch nur durch diese Zwischenräume der Kisten. Da sind schon viele dunkle Stellen im Bild und wenn das Model von der Lichtquelle wegschaut, ist das Gesicht schon fast gar nicht mehr zu erkennen. Anders als hier, ich habe jetzt hier noch einen Lichtformer für dieses Film und da vorne auch. Aber wie anfangs erwähnt, haben wir mit den Blitzen ja die Möglichkeit, diese so aufzubauen, dass die Bildwirkung zwar erhalten bleibt, aber wir gleichzeitig dort Licht setzen können, wo eigentlich überhaupt keins wäre. Ich habe also einen zweiten Blitz, einen Jinbei MSN 400, mit einer Beauty Dish und der dazugehörigen Wabe aufgebaut und diesen im 90-Grad-Winkel zum ersten Blitz auf das Model gerichtet. Hier ist es mal etwas verdeutlicht, entschuldigt bitte meine mangelnde Zeichenfähigkeit, aber darum geht es in diesem Video ja Gott sei Dank auch überhaupt gar nicht. Die Wabe habe ich auf die Beauty Dish gesteckt, damit diese dunkle, kontrastreiche Szene, die ja schon so gewollt ist, nicht plötzlich viel zu hell wird. Nehmen wir mal an, ich hätte eine große Softbox statt der Beauty Dish verwendet. Das Bild, es wäre einfach nicht unbedingt heller geworden.
Eine große Softbox heißt ja nicht automatisch mehr Licht. Ich kann den Blitz ja auch auf eine geringere Leistung stellen. Aber was mir eine große Softbox nimmt, ist einfach der Kontrast. Ich versuche ja gerade in diesem Set möglichst viel Kontrast mit den Blitzen zu erzeugen. Und diesen Kontrast, dieses Verhältnis zwischen hellen und dunklen Stellen im Bild, würde mir so eine große Softbox einfach so ein bisschen verwischen. Also eine Beauty Dish mit Wabe, um auch hier möglichst wenig Streulicht zu erzeugen und das Gesicht des Models aufzuhellen. Der große Trick bei diesem Set ist die Richtung, aus der man fotografiert. Man kann aus der Richtung der Beauty Dish fotografieren und bekommt das Model perfekt belichtet und den Nebel leicht sichtbar mit auf das Bild. Man kann auch aus der Richtung fotografieren. Das hat den Vorteil, dass man im Nebel schon etwas mehr diesen Lichtschein sieht. Oder man fotografiert aus der Richtung, also komplett gegen den Normalreflektor und hat diesen noch so als Spitzlicht mit dem Bild. Jede dieser Richtungen hat seine Vor- und Nachteile und die Mischung macht am Ende das Shooting zum echten Bildlieferanten. Also zusammengefasst ist das hier ein Set mit ganz unterschiedlichen Möglichkeiten der Bildgestaltung. Natürlich muss auch hier die Kleidung des Models auf das Set abgestimmt sein. Wir haben ein düsteres Set mit vielen dunklen Bereichen. Da bietet es sich ja schon ein wenig an, so verruchte Bilder zu machen. Hier und da schaut mal mehr und mal weniger Haut durch die Kleidung. Ihr habt jetzt ein Set gesehen, welches ich für Dessous-Aufnahmen oder etwas verruchte Bilder benutze. Und in dem Set noch verschiedene Möglichkeiten habe, die Bildwirkung einfach zu ändern. Ich freue mich, wenn der ein oder andere von euch diese Bildidee mal umsetzt und mich dann in den sozialen Medien auf diesen Bildern verlinkt oder den Hashtag Blitzkistenwand benutzt. Da finde ich dann auf jeden Fall die Bilder. Wenn ihr in Zukunft mehr von mir sehen wollt, abonniert diesen Kanal, drückt die Glocke, damit ihr Benachrichtigungen bekommt, sobald ein neues Video online ist. Auch in den sozialen Medien freue ich mich natürlich über Likes. Dies alles kostet euch kein Geld, unterstützt mich aber ungemein bei meiner Arbeit. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem vielleicht neu erlernten bei der Umsetzung im Studioalltag und verabschiede mich noch mit einigen Bildern aus diesem Shooting. Viel Spaß!